Willkommen zurück. Eine neue Folge They Are Billions, die Kampagne. Ja, wir haben in der letzten Folge hier versucht, diesen Schwarm zu besiegen und sind zweimal kläglich gescheitert. Deswegen können wir auch nicht ins Ödland der Giganten. Aber das ist sowieso Schwierigkeitsstufe 5 und wir sind hier noch bei 3, also wird das noch eine Zeit lang dauern. Was können wir denn als nächstes machen? Wir könnten das Krankenhaus inspizieren. Wir könnten den giftigen Sumpf erledigen oder das Tal des Todes. Ich würde mal Tal des Todes heute machen. Als nächste Mission. Einfach weil das noch 3 Sterne ist. Und die Einzelmission, wir hatten da letztens das Wasserkraftwerk, die machen wir dann nach der Mission. Genau. Also, Tal des Todes. Zweifelsohne handelt es sich bei dem Tal des Todes um einen unwirtlichen und schlechten Ort für die Errichtung einer Kolonie. Dennoch ist es ein strategischer Standort von essentieller Wichtigkeit für das Imperium. Das Gebiet liegt am Rande einer großen Wüste und keine infizierten Schwärme können die Kolonie erreichen. Allerdings befindet sich noch eine große Population von Infizierten in der Region, weil sich dort vor vielen Jahren 2 Dörfer gegründet hatten und von den Infizierten überrannt wurden. Die Region ist öde und du musst mit den wenigen Ressourcen arbeiten, um eine annehmbare Bevölkerungszahl zu erreichen. Okay. Weiter Horizont, minus 10% Sichtweite, nee, Sichtweite plus 10%, okay. Und sehr aktive Infizierte, Wahrnehmungsfähigkeit plus 30%, also wir werden wahrscheinlich sehr häufig angegriffen. Bevölkerung 1500, alle Dörfer sollen wir vernichten bis Tag 62. Okay, dann schauen wir doch mal rein, wie das ausschaut. Ist es auf Pause. Okay, dann schauen wir das an. Fährt die Bahn hier im Kreis? Ne, ich glaube, die wird hier einfach wieder rüberkommen. Okay, was haben wir hier? Seid gegrüßt, Überlebende. Wir hoffen, dass unsere Bewohner euch herzlich willkommen heißen. Brunnendorf, Quellendorf, Wasser für die durstigen Toten, Infizierten. Okay, oh, hier steht schon ein ganzer Pulk da. Alles klar. Gut, wir haben hier viel Grün. Für einen Anfang zumindest. Was ist das? Das. Da können wir mal hingehen. Und ihr geht mal zu zweit hier hin. Ihr beiden hier unten geht mal zu zweit hier hin. Okay. So. Die Frage ist, wir werden nicht viel mehr Grünes bekommen, ne? Das heißt, wir sollten eigentlich mit Häusern hier anfangen. Ergo macht es Sinn, erstmal was hier hinzubauen. Die Frage ist natürlich auch, wie können wir mit Sägewerken hantieren? Wenn ich jetzt hier und hier was reinbaue, sind viele Sägewerke-Positionen schon besetzt. Das heißt 18, hier ein Sägewerk. Dann könnte man entweder hier oder hier noch ein Sägewerk hinsetzen. Wieder hier eins und hier hinten. Also ich würde die 18 mal bevorzugen. Und dann hier ein Sägewerk platzieren. Ergo wäre hier wieder so ein Teil. Okay. So, Grundwasservorkommen, eine unterirdische Quelle, bitte keine infizierten Leichen darin entsorgen. Alles klar. So, ihr fangt hier schon mal an. Mein Gott, ist das ein Riesenhaufen. Du gehst mal hier runter und guckst mal. Boah, sind das viele. Und guckst mal, ob hier unten irgendwas ist. Ich glaube es zwar eher nicht, aber
Man weiß ja nie. Nee, sieht nicht danach aus. Dann gehst du mal hier unten hin. Und du läufst mal hier ein bisschen weg mit der zusammen. Ihr lauft auch mal weg. Und unterstützt euch hier mal ein bisschen. Wow, warum hakt denn das so stark? So, ihr geht weiter nach hinten. Holla, die Waldfee sind das viele. Ihr geht mal hier rüber und ihr helft denen mal mit. Okay. Du gehst hier nach unten zuerst. Und wir bauen weiter. Bevor wir jetzt hier irgendwelche Häuser bauen, bauen wir hier noch Hütten hin. Aha, die 17 geht. Und schon mal das erste Sägewerk. So, hier weiter. Ah ja, du kannst nicht weiter nach unten. Wir können ja nochmal F4 drücken. Okay, also das ist hier safe. Dann geht der Soldat hier hin und ihr geht zu viert hier nach oben. Du gehst weg, du gehst weg. Okay, das hat funktioniert. Jetzt können wir nämlich hier anfangen, Tesla-Türme zu bauen. Das will ich alles für meine Grünfläche lassen. Deswegen, wie bauen wir das sinnvollerweise? Hier entlang. Das heißt, wir bauen hier einen Tesla-Turm hin. Und du als Soldat stellst dich hier hin und beschützt den. Das sollte gegen die Langsamen kein Problem darstellen. Naja, kein Problem ist so eine gute Sache. Die greifen ganz schön an hier. Müssen den jetzt tanken lassen. Du kommst auch nochmal mit runter. Dürfen den Tesla Tower natürlich nicht einnehmen. Boah, und hier oben kommt schon wieder die nächste Welle an. Ich habe hier keine Zeit, um irgendwas zu bauen. So, der muss das jetzt alleine wieder schaffen. Kommt ihr beiden hier hoch? Okay. Was haben wir noch an Möglichkeiten? Wir haben halt keinerlei Bevölkerung derzeit. Das heißt, ich muss eigentlich hier jetzt bauen, weil ich nichts anderes bauen kann. Aber wir müssen erstmal diese Zombies im Griff kriegen. Der heilt sich hier gut wieder hoch. Das Gute ist, es kommen keine Wellen. Das Schlechte ist, der kriegt die hier irgendwie nicht in den Griff. Wir müssen hier wieder zwei rüberschicken. Und ihr macht hier oben weiter. Gut, hilft alles nichts. Wir müssen jetzt hier das erste Zelt hinbauen. So, jetzt sieht's ganz gut aus. Er wird auch gleich zum Veteran, dann ballert er alles weg. Okay.
Du gehst bis hier hin. Wir müssen uns jetzt hier freikämpfen. Und hier mehr Zelte hinbauen. So, er ist jetzt Veteran. Das sollte jetzt dazu führen, dass er sich hier gut durchkämpfen kann. Wie lang brauchen die noch? 45, die brauchen noch ein ganzes Stück länger. Okay. Wir brauchen unbedingt Bevölkerung. So, weitere Hütten. Erstmal 3 Stück. Ah, hier oben greifen sie an, okay. So. Ihr macht hier oben clear. Okay. Jetzt können wir weiterbauen. Dahin. Und die zweite Reihe schon mal. Auf den Zug warten, der kommt jetzt gleich, dann haben wir wieder ein bisschen mehr Bevölkerung. So, ihr macht hier oben weiter. Gut, wir haben ein bisschen Bevölkerung. Ich würde auch sagen, wir gehen direkt auf die Schreinerei. Ja, schade. Brauchen erstmal einen Tesla Tower. Setzen die Schreinerei dann direkt hier hin. Okay. Wir können hier auch schon ein bisschen mehr. Ah, da brauchen wir auch noch einen Tesla Tower. Dahin. Okay. Und jetzt haben wir die Möglichkeit. Ja, wie bauen wir uns am sinnvollsten auf? Mit Markt und Markt und Bank ist die Frage. Ich würde fast sagen, dass Markt und Bank irgendwo hier platziert werden und wir dann hier fast alles an Häusern haben. Bis auf die Erze und so. So, du gehst dahin, ihr macht hier weiter. 63, 48, 47, 57. Okay. Oh, das sieht zu aus. Das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Dann können wir hier weitermachen. So, du gehst mal hier nach unten. Sicherst hier unten ab. Okay. Das sieht sehr gut aus hier oben. Dann können wir hier... Ah, wir brauchen noch weitere Tesla-Türme. Die müssen erst fertig werden. Okay. Nahrung haben wir auch noch keine. Aber wir können schon mal hier einen Tesla-Tower hinsetzen. Ja, das ist wirklich viel, was hier an Zombies kommt. Aber derzeit stehen wir ganz gut da. So. Weiter vorrücken. 73, 62, 58. Wir haben beide 58. Okay. So, die Tesla Tower sind fertig.
Jetzt müssen wir Produktion hochfahren. Und zwar brauchen wir Nahrung. Könnten wir hier wieder hinsetzen. Jetzt müssen wir gucken, wo können wir das Sägewerk platzieren. Hier. 13, 21. Geht noch ein Sägewerk? Eine 8 würde noch gehen. 17. Wir brauchen erstmal die Nahrung. Zwei Sägewerke müssen erstmal von Anfang reichen. Zur Not können wir was wieder wegreißen. Weitere Tesla Tower. Holz haben wir nämlich genügend derzeit. Setzen wir hier hin und hier hin. Okay. Sorry, Sir. I was cleaning my weapon. So, du gehst dahin und patrouillierst dann bis da. Yes, tell me. But be quick. So, das sind alles noch langsame Zombies, das ist das Gute. What do you want now? Gehst ein Stück zurück. You again. Und weiter What? geht's. Wir wollen die hier auch als Veteranen halt haben. So, wie lange brauchen die noch? Sind gleich fertig. Okay. Mehr Nahrung haben wir. Wir brauchen hier 10 Arbeiter. Die kommen jetzt gleich. Ah ja, hier kommen die ersten Runner. Okay. Dann gehen wir hier definitiv nicht weiter. So, und hier oben, das ist bestimmt eine tückische Falle mit der Nahrung. Jetzt kommt als erstes mal unsere Schreinerei, um hier weiter oder um überhaupt Forschung machen zu können. So, hier. Jetzt müssen wir gucken, wie wir das hinsetzen. Ja, da haben wir noch ein bisschen Zeit. Eine Mühle schon mal. Da fast sagen hier und hier, ne? Setzen wir hier eine hin. Und die nächsten Häuser. So, jetzt möchte ich hier einen Markt und hier die Bank hinsetzen. Das heißt, ich kann hier nur eine Reihe erstmal hinsetzen an Häusern. Und hier starte ich dann die Doppelreihe. Okay. Nahrung wird jetzt schwierig. Brauchen auf jeden Fall die Farm. So, ihr geht hier runter. Macht das hier. Ihr macht das hier. So, der hat hier unten seine Arbeit. Das passt. Attention. Building completed. So, wie viel habt ihr denn? 75. 78, okay. Und ihr seid, die eine ist bei 95. Das ist schon mal ganz gut, weil hier kann eine alleine verteidigen. So. Strom ist auf dem Weg. Nahrung wird langsam knapp, aber das können wir abfedern. 11, 13. 14. Hier, 13, 14, 14, 14. Die 14 passt nicht so richtig. Haben wir die 14. Und dann haben wir hier 8, 9, 10, 10. Das dürfte das Maximum sein, was wir jetzt hier rausholen konnten. Er bringt 16, okay. Ein Häuslein.
die Frage, wie wir hier am besten abbauen. Deswegen setzen wir erstmal eins hier noch hin. So, wenn der es jetzt schafft. Sehr gut. Du gehst nach oben und du beschützt jetzt das hier. So, ihr macht zu dritt hier weiter. Hier könnt ihr einen zum Beschützen machen und hier zwei. Hier kommen nämlich jetzt schon die Runner an. Da müssen wir definitiv aufpassen. Okay. Nahrung, Gold. Wir wollen mal gucken. Wir könnten hier eine 6 hinbauen. Das sieht auch ganz gut aus. Und hier dann noch eine 4 zum Beispiel. Okay, wenn wir hier eine 6 dann hinbauen, brauchen wir jetzt noch nicht. Kann ich aber hier und hier noch ein Haus hinbauen jeweils. Und wahrscheinlich kann ich sogar hier noch eine kleine Reihe hinsetzen. Das werden wir dann sehen. Attention. Building completed. So, okay. Wie weit seid ihr? 90? 80? 90? Ja, wir kommen näher unserem Ziel. Gut, wir haben jetzt einiges an Gold. Bauen wir dort gleich noch ein paar Häuser. Da, da und da. Das sieht gut aus. So, und der nächste Tesla Tower kommt hier hin. Sehr gut. Mit dem nächsten Gold sollten wir die Farm in Auftrag geben. Können wir noch nicht, müssen wir noch ein bisschen abwarten kurz. Oh, hier, aufpassen. Beinahe wären sie durchgelaufen. Sind nämlich ziemlich tückisch. Die denken immer, wir kriegen es nicht mit. So, die Farm brauchen wir auf jeden Fall. Und dann würde ich sagen, schade, das geht hier nicht. Aber wenn wir das Teil hier hinbauen, können wir hier noch eine Windmühle hinsetzen. Und die nächsten zwei Häuser. Gut, sehr gut. Du bewachst jetzt hier oben. Und ihr macht mal hier ein bisschen weiter noch. Ich will die Nahrung haben. Du gehst bis hier hoch. Das ist auch gut. Dann kannst du jetzt hier anfangen zu patrouillieren. Okay. Uns fehlt Geld. Das haben wir jetzt gerade bekommen. Das ist gut. Weitere Hütten. Und jetzt müssen wir hier schon mal gucken, wie wir diese Eisenmine bauen. 3, 4, 4. Okay, wir könnten hier eine bauen und dann hier drüben eine. Schauen wir mal, wie gut das funktioniert. Ich hier 5, 6, 6. Das ist Maximum. Nehmen wir noch mit. So, Nahrung. Und du gehst mal ein bisschen runter zu der und fängst hier noch ein bisschen an. Mal gucken, ob du noch Elite-Status erreichst. Okay. Die Forschung braucht noch. Heißt, wir können hier. Ne, hier wollen wir dann schon wieder Häuser hinstellen.
Hier könnten wir noch einen Tesla Tower hinmachen, weil da kommt dann der Markt und die Bank hin. Ne, da haben wir keinen freien Zugang mehr. Muss man hier hinstellen. Oder stellen wir hier hin. So, erstmal. Okay. Attention. Building completed. Yes, tell me. But be quick. So, 90%. Attention. Da kommt ein Runner angelaufen. You again. Are you sure? Yeah. Das hat gut geklappt. So, wir haben ein bisschen was an Geld. Ich würde gern halt auf die Forschung warten. Deswegen machen wir jetzt erstmal kurz nichts. So, 92% hat die jetzt. Ist das auch ein Runner? Nee. Hier stehen noch die Schwächlichen da. Okay. So, definitiv Markt. Und jetzt müssen wir kurz auf Einkommen warten. Wir können aber schon mal Häuslein bauen. Moment, hier kommt der Marktplatz hin. Dann kommt hier die Bank hin. Also kommt hier das erste Haus wieder hin. Können wir die so bauen. Okay. Ja, hier wollten wir das Teil hinsetzen. Das heißt, hier könnten wir nichts hinsetzen, hier auch nichts. Oder wir setzen nur eine hier hin. Hätten dann hier ein Häuslein. Es kommt aufs Gleiche, glaube ich, bei raus. Also hier nichts und hier nichts. Somit können wir hier weitermachen. Okay. Nahrung fehlt uns jetzt. Sobald das Geld da ist, kommt der erste Bauernhof. So, der ist bei 95% jetzt. 97%. Hier warten die ersten Runner. Okay. You are gonna pay me for this, right? Attention. Building completed. Gut. Das heißt, du gehst jetzt hier hin als Veteranenjäger und patrouillierst hier. Du patrouillierst von da nach da und du patrouillierst von der Mitte zur Mitte. Unterstützt quasi zwei Seiten mit. Okay. Wir brauchen Bauernhof. 64. Sieht gut aus. Ja, Nahrung wird hier ein sehr großes Thema sein. Das ist gut, wenn der die hier so unterstützt, ne? Das läuft. Ja, wir müssen auf die Nahrung erstmal warten. Können wir gleich noch einen Bauernhof setzen. 46, 56. Hier wäre eine 64. Dann reißen wir das jetzt mal ab. Setzen hier eine 64 hin. 11. Das ist Maximum. Da können wir auch die 9 hier hinsetzen. Weil dann nimmt den 2 weg und generiert dann 2 mehr. Macht es kaum einen Unterschied. Oder gar keinen Unterschied. Okay. Der feuert hier immer mal noch die Viecher von hier drüben noch mit weg. Interessant. Die Frage ist auch, wo stellen wir eigentlich unser Dings auf? Unsere Kaserne. Hier hüben.
wäre mein Vorschlag, dass wir hier die erste Kaserne hinsetzen. Das machen wir jetzt auch mal und werden die ersten Soldaten darunter schicken. Technology finished heißt, wir könnten einen Markt platzieren. Wir brauchen aber noch mehr Stein. Wie viel Stein kriegen wir von der Lieferung? 8 Stück. Das heißt, einmal den Markt noch abwarten. Den Zug noch abwarten. So, hier wird es jetzt wichtig, das müssen wir erstmal freilassen, weil sonst kommen die von hier unten nicht mehr hoch, ne? Weil hier zwei Tesla Tower stehen und das blockieren. Wie wollten wir jetzt diese Dings setzen? Einmal hier und einmal nicht genug Materialien, um das zu bauen. Ach, es fehlt Holz. Okay, wir warten mal kurz auf Holz, um das zu testen. So, Holz ist da. Jetzt will ich das mal testen. Wenn wir eine hier hinbauen, können wir die andere hier hinbauen. Das heißt, wir können hier die Häuserreihe freimachen. Hier kann nichts stehen, hier kann nichts stehen. Okay. Gut, dann können wir die hier wieder abreißen. Das Schöne an dem Pause-Modus ist, man kann solche Sachen halt testen. Ne? Hier sollten wir nicht bauen. Also machen wir das so und so. Und setzen einen Tesla Tower schon mal hier in die Ecke. So, ich würde gern irgendwie bis hierher, hierher, hier und hier vorrücken. Ist aber gefährlich. Wir probieren es mal. So. Ja, es sind ganz schön viele hier. Oh, 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 das war nicht gut. Das war nicht gut. Zusammen. Ihr müsst jetzt hier euch helfen. Sehr gut. Kiten. Okay. Du gehst wieder hier runter. Du gehst wieder hier hoch. So, wir müssen hier tierisch auf der Hut sein. Okay. Noch funktioniert das ganz gut, aber hier oben sind sehr viele Runner. Okay. Soldaten ausbilden. Müssen oben auf jeden Fall immer gucken. Brauchen wir schon Hütten. Können wir mitmachen. Haben genug Geld. Marktplatz. Wir warten den Zug noch ab, bis er kommt. Ah, das wären ein bisschen zu viele wieder. Müssen zurück. Sind zu nah am Gefahrenpunkt. Die Aggron zu stark. Okay, dann machen wir Folgendes. Du gehst hier hin und patrouillierst hier. Und du gehst dahin und patrouillierst hier. So. Schön unterstützen. Okay, wir müssen wieder aufbauen. Unser Marktplatz kommt hier hin. So. Nächster Soldat. Jetzt gucken wir mal, wie wir die Zelte platzieren. Hier kommt das Teil hin.
So können wir entlang platzieren. Aber nicht hier und nicht hier und nicht hier. Also drei Gebäude sind weg für uns. Moment, so wie ich den Marktplatz jetzt platziert habe, kommt... Ne, die Bank passt hier hin, okay. Ah, jetzt passen die nicht. Das Teil kommt hier hin. Das heißt, ich könnte eigentlich hier platzieren. Die drei mal wieder weg. Hier kommt das Teil hin. Nee. Boah, sag mal. Hier kommt das Teil hin. Hier will ich nicht, also hier platzieren. So müsste es gehen. So kann ich weiter die Häuser platzieren. So, hier kommt der hin. Also kann ich nur eins hier hinsetzen. Dann setzen wir einen Tesla Tower dahin. Uns ein bisschen zurückhalten. So, pass auf. Ihr geht jetzt hier. Auf dem kleinen Stück brauchst du nicht patrouillieren. Du gehst hier runter, dass du dem anderen mithelfen kannst. Du gehst hier hin. Okay. Du bitte aber hier patrouillieren. Gut. Die sind hier schon in der Pipeline. Das passt soweit. Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen und ich hoffe, euch hat diese Folge heute gefallen. Wir werden in der nächsten Folge hier weiter fortsetzen und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Bis zum nächsten Mal. Ciao.